Hallo Leute, hier ist wieder der Wolf. Heute wollen wir uns mit einem sehr interessanten Problem beschäftigen, das so ziemlich jeden von euch betrifft. Und zwar geht es konkret um die Absprungrate. Es geht nämlich um die Absprungrate jener User, die auf eure Seite kommen, aus irgendeinem Grund mit dem Angebot nicht zufrieden sind und dann den Back-Button betätigen, was zur Folge hat, dass ihr diesen User verliert. Und es geht heute somit um die Frage, wie könnt ihr diesen User trotzdem noch auf euren Seiten halten, obwohl er den Back-Button betätigt hat, und wie könnt ihr ihn daraus resultierend doch noch zu einem zahlenden User, zu einem konvertierenden User machen? Heute geht es um eine sehr interessante Frage. Und zwar geht es nicht heute um das Thema, wie kann ich eigentlich gut konvertierenden Traffic generieren, sondern es geht eher um das Thema, wie kann ich Traffic überhaupt auf meiner Seite halten. Und ihr kennt sicherlich alle das Problem, dass wenn ihr Seiten habt und User diese Seiten besuchen und dann vielleicht aus irgendeinem Grund mit dem Angebot nicht zufrieden sind oder vielleicht die User das falsche Gerät benutzen, also beispielsweise auf eine nicht mobilfähige Seite kommen mit einem Mobilgerät. Dann machen die User was? Richtig, sie betätigen den Back-Button, um wieder zu ihrer ursprünglichen Seite zurückzukommen. Das ist dann sehr häufig beispielsweise Google, auf dem die einzelnen Seiten angezeigt werden. Die Frage lautet jetzt, wie könnt ihr aus diesen Usern, die eure Seite wieder mit dem Back-Button verlassen, letztendlich doch noch konvertierende User machen? Das ist eine sehr interessante Frage. Und die wollen wir heute mit Heiko Schubert von Affiliate Solutions besprechen. Hallo Heiko, willkommen in Palma. Hallo Wolf, vielen Dank für die Einladung. Ja, für jene wenigen User, denen du vielleicht kein Begriff bist, kannst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was ist dein Spezialgebiet? Also, ich bin der Heiko von der Firma Affiliate Solutions. Wir schaffen Lösungen für Webmaster-Partnerprogramme und Vendoren. Anders als viele Mitbewerber, die sich auf die Monetarisierung bestehender Traffic-Quellen spezialisieren, gehen wir einen Schritt weiter und versuchen, bestehenden Traffic zu optimieren. Das heißt, wir versuchen, Lösungen zu finden für Dinge, die bisher, warum auch immer, nicht monetarisierbar waren, oder schaffen auch völlig neue Quellen. Um eins dieser Quellen geht es in dem heutigen Video. Genau, es geht nämlich um den sogenannten Pounce-Jammer. Und lass uns über dieses Ding mal sprechen. Das ist ein wirklich sensationelles Teil. Und bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich kurz mal erwähnen, dass ich schon das große Glück hatte, dieses Tool 2 Monate lang zu testen, eben aufgrund meiner Bekanntschaft mit Heiko. Und zwar habe ich den Bounce Jammer auf insgesamt 7 verschiedenen WordPress-Seiten installiert, unter anderem ein Reiseportal, mehrere Online-Broker-Seiten und auch ein Dating-Portal. Und insgesamt war es dann so, dass nach diesen knapp 2 Monaten ich eine durchschnittliche Conversion-Steigerung von knapp 34% hatte. Also das ist eine ganze Menge. Das war natürlich von Seite zu Seite unterschiedlich. Also beispielsweise beim Reiseportal war es ein bisschen weniger, da waren so 5 bis 6%. Aber bei den anderen Seiten, die dann zusätzlich noch eine Newsletter-Auswertung hatten, da war das Ganze schon wirklich hochinteressant und hat entsprechend tolle Umsätze gebracht. Ich will jetzt nicht mit konkreten Umsatzzahlen prahlen, aber die können sich jedenfalls wirklich sehen lassen. Und mir persönlich wird eigentlich immer mehr bewusst, wie viel Traffic ich da eigentlich in der Vergangenheit damit verschenkt habe, beziehungsweise wie viel Traffic eigentlich auch andere Webmaster damit verschenken, die sich eben diese Möglichkeit entgehen lassen, dass sie User sozusagen wegziehen lassen ohne diesem Tool. Wie ist es bei dir, Heiko? Was sind so deine persönlichen Erfahrungen anhand deines eigenen Traffics und deiner Erfahrungswerte? Wie hoch würdest du sagen, ist denn die User-Verlustrate, die durch das Betätigen des Back-Buttons entsteht? Man kann das nicht verpauschalisieren, aber aus unserem eigenen Netzwerk kann ich sagen, dass die sogenannte Bounce Rate oder bei Google Analytics Absprungrate genannt zwischen 35 und teilweise bis zu 50% liegt. Wir selber betreuen aber auch die Seiten einiger Webmaster, bei denen wir eine Bounce Rate von über 60% gemessen haben.
Das ist schon recht ordentlich. Ja. Was das im Konkreten an Umsatz bedeuten könnte, lässt sich auch schwer sagen, weil es auch wie in deinem konkreten Beispiel, wie man da sehen kann, sehr, sehr stark von der Nische abhängt. Bestimmte Produkte, wie zum Beispiel das von dir beschriebene Reiseportal, da wird's halt, ist es schwieriger, neue Leads zu generieren, als zum Beispiel bei den klassischen Seiten, wo halt E-Mail-Adressen abgefangen werden. Dort sind enorme Umsätze mit diesem Tool zu erwirtschaften. Okay. Und was passiert eigentlich technisch konkret im Hintergrund bei diesem Tool? Also erstmal muss man sagen, dass es sich bei diesem Tool um ein WordPress-Plugin handelt. Logischerweise setzt es ein installiertes WordPress voraus. Nachdem das Plugin installiert und aktiviert ist, braucht man für die Konfiguration maximal 30 Sekunden. Man gibt nämlich konkret eine URL ein, auf die der Traffic weitergeleitet werden soll, der das Backbutton in einer bestimmten Zeit geklickt hat. So, warum Zeit? Um ein Beispiel zu sagen, ich definiere bei uns zum Beispiel immer 15 Sekunden. Das heißt, kommt der User auf die Webseite und klickt innerhalb der ersten 15 Sekunden auf das Backbutton, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er ihn diese Seite nicht interessiert. Macht er das erst nach 1 oder 2 Minuten, ignoriere ich ihn, weil dann hat er immer offensichtlich sich näher mit meiner Seite befasst. Aber für den Fall der Fälle, dass er auf das Backbutton geklickt hat, greift eine bestimmte Routine, die diesen User auf diese URL weiterleitet, die ich in der Konfiguration des Plugins angegeben habe. Jetzt ist es ja so, dass es mehrere Produkte aus diesem Sektor am Markt gibt. Ich glaube noch 1, 2 andere. Mhm. Worin konkret liegt denn der Vorteil deines Bounce-Jammers zu den anderen am Markt befindlichen Produkten? Ich denke, wir sind deutlich weiter gegangen als andere Anbieter mit zum Teil vergleichbaren Leistungen. Ja? Der erste Schritt ist natürlich, dass es bei uns im Zusammenhang mit dem ebenfalls von uns entwickelten Plugin Moritz SE möglich ist, noch viel, viel tiefer ins Targeting zu gehen. Das heißt, ich kann den User nicht nur auf eine URL schicken, sondern ich kann das abhängig von seinem Land machen. Ich kann sagen, kommst du aus Deutschland, URL 1, kommst du aus Schweden, URL 2. Oder ich kann sagen, bist du ein Tablet-User aus Deutschland, gehst du zur URL 3. Bist du ein Smartphone-User aus den USA, dann wieder ganz woanders hin. Ja? Das ist zum Beispiel der erste Schritt. Der zweite Schritt, wo wir uns unterscheiden, ist, dass man bei uns das Plugin einmal bezahlt und auf beliebig vielen Domains installiert werden kann. Wie sich in der Vergangenheit herausgestellt hat, ist auch ein drittes Feature ein sehr wesentlicher Bestandteil, und zwar wir bieten uneingeschränkten deutschen Support per Skype, Forum, Facebook, aber natürlich auch per E-Mail. In einigen Fällen haben wir den Usern sogar per TeamViewer geholfen, auch noch andere Probleme. Um kurz auf den vorletzten Punkt nochmal zurückzukommen, das heißt, also wenn ich jetzt sagen wir 100 WordPress-Seiten habe, dann kann ich mit dem Erwerb dieser einen Lizenz eigentlich alle 100 Seiten, ganz genau, habe ich keine Zusatzkosten, gar nichts. Nein, das heißt, absolut nicht, auch bei 1000 nicht. Okay, ja, super. Das heißt, ich kaufe das Produkt, installiere es auf 100 WordPress-Seiten, habe dadurch eine entsprechende Umsatzsteigerung natürlich, ja, und habe kein Abo und keine Kosten für Upsell, gar nichts, nur diesen. Absolut, so ist es. Ja, das ist, okay. Ja, eines der ersten Dinge übrigens, die mir beim Verwenden des Tools aufgefallen sind, also so ungefähr nach 4, 5 Wochen in etwa, ist mir aufgefallen, dass ich mit einigen Seiten plötzlich im Google-Ranking extrem besser gestellt war. Hat das damit in irgendeiner Form zu tun? Ja, da sind wir uns ziemlich sicher, dass es damit zusammenhängt. Und zwar, denn die Absprungrate ist ja eins der wesentlichen Merkmale, die zumindest Google bei der Bestimmung der Rankings verwendet. Mhm. Das heißt, Seiten mit einer sehr hohen Absprungrate signalisieren Google, dass die User sich offensichtlich für diese Seite nicht interessieren. Dieses Desinteresse der User wird mit einem schlechteren Ranking, in Anführungszeichen, bestraft. Oder umgedreht gesehen, schaffe ich es, meine Bounce Rate oder Absprungrate auf einer bestimmten Seite wesentlich zu minimieren, hat das wiederum zur Folge, dass die Rankings nach oben gehen. Wir hatten konkrete Fälle, wo wir bei Platz 14, 15 mit bestimmten Longtails gelistet waren. Seit dem Einsatz des Bounce Jammers haben wir es dann geschafft, dieselben Seiten, die vorher auf Seite 2 waren, auf Platz 8 nach mehreren Wochen dann sogar über Platz 5 zu platzieren. Und das dauerhaft. Ja? Okay. Eine wichtige Sache muss aber in diesem Zusammenhang erwähnt sein. Wenn eine Domain vor dem Einsatz des Plugins keine Rankings hat, hat sie das nach dem Einsatz auch nicht. Ja, das ist klar, aber das könntest du ja das Zehnfache verlangen. Ne? Also ja, es verstärkt nur die aktuellen Positionen. Ja. Den Anfang muss man selber machen. Verstehe. Ja, also was mir auch aus eigener Erfahrung noch bei der Auswertung aufgefallen ist, dass vor allem im mobilen Bereich es eine sehr hohe Conversion Rate gegeben hat. Also kurz, um ein Beispiel zu nennen, SEO-Traffic unter anderem über das Keyword Partner kennenlernen. Also Zielseite war eine Desktop
aber eben nicht mobilfähige Landingpage eines großen bekannten Dating-Panels. Ja, das bewirkte bei ca. 35% aller User, die von einem mobilen Gerät kamen, dass sie nach Erreichen der Landingpage dann wieder den Back-Button betätigten und im Normalfall wären diese User eben verloren gewesen. Aber durch dein Tool war dann natürlich ein sehr konkretes Targeting möglich und hier lag die Click-Sale-Quote eben dann letztendlich bei unglaublichen 1:25. Also ohne jetzt konkrete Umsatzzahlen zu nennen, können sich versierte Affiliates-Webmaster in etwa ausrechnen, was das bei einer Klickrate von 10.000 plus in etwa bedeutet. Ja. Mhm. Oh ja. Hattet ihr bei der Entwicklung des Tools da vor allem den mobilen Sektor ganz speziell im Auge? Der mobile Sektor ist für uns sehr, sehr wichtig. Denn wir beobachten, dass bei responsiven Seiten der Anteil der mobilen User im Durchschnitt bei weit über 60% liegt. Und der Trend ist definitiv da nicht zu Ende. Das heißt, wer die mobilen User in der heutigen Zeit vernachlässigt, vernachlässigt die Zukunft. Und darum ist es gerade im Zusammenhang mit dem erst schon erwähnten Moritz SE sehr, sehr einfach, genau auf diese User einzugehen und zu sagen, okay, du bist ein mobiler User, du gehst auf diese Landingpage, du bist ein Desktop-User, du gehst auf eine andere. Ja, aber wie sieht es dann eigentlich aus, wenn ich jetzt beispielsweise keine passende Landingpage zum jeweiligen Traffic habe? Also User kommt aus irgendeinem ganz exotischen Land oder ja, was kann ich dann mit dem Traffic anfangen, wenn ich kein passendes Partnerprogramm hierfür habe dann? Dieses Problem dürfte eigentlich 100% aller Webmaster betreffen und somit auch uns. Wir machen das relativ einfach. Wir haben mit dem Plugin Moritz SE, was ich wie schon erwähnt im Zusammenhang mit Bauenstämme einsetzen kann, das so gemacht, dass alle Länder, zu denen wir keine passenden Landingpage haben, dass wir die zu einem Traffic Broker schicken. Auf gut Deutsch, wir verkaufen den Traffic. Lohnt sich das? Das hängt von der Anzahl des Traffics ab. Ja? Wenn ich 90% Dachtraffic habe und für Dachtraffic eine Landingpage habe, dann kann es sich sehr wohl lohnen, dass diese 10% verkauft werden. Ja? Wir selber haben einige Projekte, wo es dann in der Summe zu Tageseinnahmen von bis zu $54 führt. Und da kommt einiges am Ende des Monats zusammen. Ja? Okay. Das heißt, relativ einfach, man schafft damit eine neue Einnahmequelle, und zwar aus Traffic, der normalerweise unmöglich konvertieren kann. Ja, also was mich angeht, ich bin ja insofern in der glücklichen Position gewesen, dass ich aufgrund meiner persönlichen Bekanntschaft mit Heiko dieses Tool jetzt wirklich 2 Monate testen konnte. Und das habe ich natürlich nicht nur für mich getan, sondern auch für euch, denn definitiv kann ich heute ruhigen Gewissens sagen, Leute, legt euch das zu. Also das ist pures Geld, was ihr euch da sonst entgehen lässt. Und jetzt ist aber meine ganz wichtige Frage, und die wird sicherlich die Zuseher auch interessieren. Erstens einmal, wie sieht es preislich aus? Zweitens, gibt es eine Möglichkeit, eben das Ganze mal zu testen? Und wenn ja, wo vertreibt ihr das Tool derzeit? Fangen wir mit der letzten Frage an. Wo vertreiben wir das Tool? Und zwar bei dem sicherlich jedem bekannten Digistore24. Okay. Kann man das Plugin zum Preis von 99 € erwerben. Mhm. Und dort, wie es auch so allgemein bei Digistore üblich ist, kann man es 14 Tage testen. Das bedeutet, sollte innerhalb von diesen 14 Tagen man nicht 100% mit diesem Tool zufrieden sein, kurze E-Mail an uns, Support anschreiben und der Kaufpreis wird zu 100% erstattet. Wie erreicht man uns, wenn man das Plugin installiert hat? Ist im Hilfemenü, sind alle unsere Kontaktdaten jederzeit erreichbar und offensichtlich anklickbar. Okay, gut, dann haben wir das mit dem Preis auch geklärt, also 99 €, 14-tägige Geld-Zurück-Garantie über Digistore. Und was ich vorher schon wusste, ist, dass ihr speziell als Zuseher meines Channels das Produkt um minus 30% bekommt. Ja, also das könnt ihr dann nochmal abziehen, und zwar mit Eingabe dieses unten angeführten Gutscheincodes. Könnt ihr dieses Produkt testen, probiert das Teil aus, es sorgt definitiv für mehr Umsatz und ist eine wirklich großartige Sache. Also ihr werdet sehen, wenn ihr das ein paar Wochen nur verwendet, werdet ihr euch wirklich mit Grauen an die Zeit zurückerinnern, wo ihr es nicht installiert habt. Also es ist eine großartige Sache, ich kann es wirklich empfehlen. Testet das Teil aus, schreibt mir eure Erfahrungen auf YouTube oder auch persönlich gerne über meine Seite als webmastergeldverdienen.com. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen, Heiko. Es war sehr interessant wieder mal. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir werden Heiko übrigens in einem der nachfolgenden Videos dann nochmal treffen. Und zwar werden wir dann über das Thema Moritz SE sprechen. Das ist auch eine sehr spannende Sache. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und super gute, tolle Umsätze mit den Bounce Jammer. Bis bald, euer Wolf. Auch von mir die besten Umsätze. Tschüss.